Mittlerweile ist die Kastenau, hat sich total verändert. Die Grundstücke sind alle geteilt worden. Die nächste Generation oder übernächste Generation hat dann die freien Grundstücke bebaut. Aber alle damals, so ab 37 rum, hatten Kleinvieh und Gärten, Gemüsegärten, Obstbäume. Man konnte sich mehr oder weniger notdürftig selbst versorgen. Ich weiß noch, wir hatten Gänse und Hühner. Die Nachbarn hatten Hasen, dann gab es den Herrn Guffler, das war der Gosserer. Also alle haben irgendwelche, die haben dann auch regen Austausch und Handel untereinander getrieben. Und das war eine, heute würde man sagen, biologisch angehauchte Siedlung. Damals war auch die Kastenau dann als Rosenheimer, nach dem Krieg, das Rosenheimer Glasschirmviertel, das war so ein bisschen asozialen Siedlung. Es gab die Vorderkastenau und die Hinterkastenau. Die Trennlinie war etwa da, wo heute die Bäckerei Bauer ist. Die Kastenauer Seite, die Stadtseite des Innenhams, das waren Altwässer. Da waren sehr viele Weiher und die sind alle aufgefüllt worden mit dem Rosenheimer Müll. Und irgendwann in den 80er Jahren muss das gewesen sein, kann ich mich erinnern, gab es mal einen Vorfall. Da wurde dann schon gebaut wieder in der Gegend. Kastenau hat sich auch Richtung Indam weiterentwickelt, vor allem im hinteren Bereich, wo den Gewerbebetrieb entstanden sind. Da wurde ein Haus gebaut und da sind reihenweise die Bauarbeiter aus der Baugrube wie die toten Fliegen umgefallen. Da waren Methangase oder giftige Gase in der Baugrube. Da sind 5 oder 6 Arbeiter innerhalb von ein paar Minuten sind die da umgefallen und dann mit knapper Not gerettet und in Notfall ins Krankenhaus und so weiter. Es waren alles die giftigen Dämpfe oder Gase aus dieser Mülldeponie, die einfach als Altlast heute noch existiert. Und das war ein Hype in Rosenheim, würde man heute sagen. Ja? Man, die Rupp Deutscher Meister. Und die haben es Kajakfahren gelernt, zusammen mit meinem späteren Schwager auf dem Inn. Die haben nämlich den mit alten Klepperbooten den Holzfischern von der Hofleiten immer die besten Stücke vor der Nase weggeschnappt. Die sind also auf den Inn hinausgefahren mit ihren Kajaks, haben mit so kleinen Sabis, das sind die Geierschnabelbeile, die bei Hochwasser die Stämme festgemacht und haben sie ans Ufer gedriftet. Und die Hofleitner, die haben schwere Mutzen gehabt, die waren denen total unterlegen. Das war wie ein Panzer gegen Guerillas. Und dadurch haben die also sehr gut Kajak fahren gelernt. Und der Mandy Rupp und mein späterer Schwager Helmut Gabler, die waren da eben Spezialisten im Holzfischen. Und dann ist Mandy Rupp deutscher Meister geworden, ist später leider bei einem Rennen am Wendelstein tödlich verunglückt, ein Skirennen. Das war so ein Hype, dass meine Mutter gesagt hat, das ist ja da gleich da bei uns, die fahren ja am Inn unten, da gehst du mal hin und so. Und ich habe dann bei dem Kieskaiser in dem Waschweiher, da wo der Kies gewaschen wird, da habe ich meine ersten Paddelschläge gemacht, da waren ein paar Slalomstangen aufgehängt und da habe ich es dann probiert. Und da bin ich dabei geblieben, da habe ich die Freunde gefunden, dann haben wir jeden Tag trainiert am letzten Ende. Ich bin dann sofort aktiv geworden, 59, sogar mal mit zwei Freunden zusammen bayerischer Jugendbester im Mannschaftsslalom in München in Thalkirchen an der Floßlände geworden. Und dieser Sport hat dann auch dazu geführt, dass ich 1972 Kampfrichter bei der Olympiade werden durfte. Dieses Rosenheimer Werbehaus, das war eine sehr schöne Bauaufgabe von einem privaten. Da konnte ich auch Erkenntnisse, die ich auf einer Studienreise in Amerika 1982 mit nach Hause gebracht habe, konnte ich da 1:1 umsetzen, sogar noch in größerem Maßstab. Der hat es sofort verstanden. Und das Haus hat Furore gemacht. Da sind ganze Generationen von Studenten durchgeschleust worden und Besichtigungen eine nach der anderen. Es ist bloß wenig nachgekommen. Also die Solarenergie hat immer noch ein Schattendasein sozusagen. Auch wenn sich der Ausdruck jetzt widerspricht. Das natürlich ist im Kommen. Ich bin auch Gründungsmitglied im Solarförderverein und bin auch fast Gründungsmitglied im Sonnenhausinstitut. Also es ist mir ich lebe eigentlich davon, von der Nutzung der Sonnenenergie. Alles, was ich da mache, die Modelle da hinten, das sehen Sie, haben alle was mit der Solarenergie zu tun, in unterschiedlichster Ausformung. Und
Da generiere ich auch meine Aufträge aus diesem Bereich.